erwarte einen Anruf von Ginger Rogers. Sie ist mit ihrer Agentur unzufrieden, also, wer weiß? Phil, ich bin's, Rose. Rose? Deine Schwester. Mein Sohn kommt nach Hollywood. Der Mann ist mit Fred Astaire und Gary Cooper. Da bin ich aber platt. Hallo? Komm rein. Platz. Gott, Ben, es geht nur ums Ego. Die ganze Stadt ernährt sich von Egos. Ja, ich bin Bobby. Bonnie, kommen Sie kurz mal rein, ja? Bonnie, das ist mein Neffe Bobby. Howard ist zweifacher Oscar-Gewinner. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Sie haben nie von mir gehört, ich bin Autor. Willkommen in Hollywood. Hey, Kumpel, bist du schon gelangweilt? Ich bin irgendwie halb gelangweilt, halb fasziniert. Mein Bruder Ben hat einen Nachtclub, er hat mich gefragt, ob ich mit einsteige. Dann kriegst du Bescheid. Erst muss der Besitzer verkaufen wollen. Wir wollen ihn überreden. Wenn du höflich fragst... Hört man dir zu. Gibt es mehr hübsche Frauen in Hollywood oder in New York? Warum? Danach entscheiden sie, wo sie leben wollen? Du bist sehr hübsch. Ich bin schon vergeben. Oh. Jährlich sterben mehr Menschen an unerwiderter Liebe als an Tuberkulose. Hast du keine Lust auf mich? Ich bin so einsam, ich hätte mich schon gefreut, nur zu reden. Aber sogar dafür bin ich jetzt zu müde. Mögen Sie Jazz? Um 2 Uhr morgens. Egal um wie viel Uhr morgens. Liebe ist nicht rational. Verliebst du dich Hals über Kopf, stürzt du. Ist das gut oder schlecht? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Sokrates sagt, das nicht hinterfragte Leben lohnt es nicht, gelebt zu werden. Aber das Hinterfragte ist auch kein Zuckerschlecken. Ja? Das Leben ist eine Komödie. Geschrieben von einem sadistischen Humoristen.